Ich weiß nicht. Code legen wir mal ab. Ganz Dach hier in der Tasche zu tragen ist auch nicht so geil. Er sägt immer noch. Eine Stunde. Okay. Code haben wir genug. Erde haben wir genug. Holzbretter brauchen wir 3 pro Pflanzkasten. Ja, dann gehe ich mal noch mal ein bisschen Bäume treten. Naja, Gummifrucht gibt's viel, aber braucht diesen Konkon. Oh, Honig. Okay, hatten wir bisher auch nicht. Da, wilder Kokon. Sehr schön. Wie viel brauchten wir? 2? Kann das sein? Die Angelrute. Scheiße. Kann ich, oder? Kann ich das erkennen? Nee, Handbuch will ich nicht. So, bei Gegenstandsliste war das, glaube ich, ne? Gegenstandsliste, Werkzeuge, Anfänger. Ah, ich kann aber nicht erkennen, woraus sie gebaut werden. Mann, das wären 2 gewesen. 2 Kokons. Oh. Ja, nochmal, super. Komm, bis er nichts mehr bringt hier. Okay. Hat auch jede Menge Gummifrüchte abgeworfen. Uns fehlt noch ein bisschen Holz. Wofür waren jetzt nochmal die Holzbretter? 5 Holzbretter. Ach ja, für den Zaun. Ja, gut. So, dann können wir die morgen nämlich dann zur Baumschule bringen. Ein bisschen Holz sammle ich jetzt einfach noch. Ich schlag mir einfach hier so einen kleinen Baum nochmal. So, dann haben wir nämlich die Quest mit der Angelrute quasi fast abgeschlossen und die Quest mit dem Zaun dann auch. Flip. So, kann ich hier noch was reintun?
Oh je, das haben wir schon. Das können wir hier hinpacken. So, und den Honig. Was bringt der? Leckerer Honig im Glas. Papa Bärs Leibspeise. Oh, die können wir dem schenken, wenn wir den sehen. Okay, lassen wir im Inventar. Die Holzbretter für die... So, die Questgegenstände. Joa. Haben wir da ein bisschen was geschafft heute. Ich werde mal gucken, wer war denn der mit der Angelrute? Beziehung zu der Typ mit Quivas. Okay, Quivas. Quivas. Zaun reparieren ist... Ist Dava. Die Brüder, Alter. Quiva und Dava. Okay. Ja, guten Abend, Nini. Ja, ich bin ein Newbie, genau, richtig. Ganz am Anfang meiner Reise. Ach, die Quests haben auch noch ein Zeitlimit, okay. Bin nur gespannt, ob wir den... Quiva, glaube ich, heißer, ob wir den hier noch finden, bevor die Quest abläuft. Ist er denn vielleicht hier irgendwo? Ne, die suche ich nicht, suche einen von deinen Brüdern, Kollege. Sanwa ist es natürlich auch nicht. Ja, hier, Junge, du. This is one wicked looking rod. Thanks a bunch, mate. Here, I have some extra bait. Maybe you'll enjoy fishing as much as me. Mate, das ist mal eine coole Angelrute. Besten Dank dafür. Hier, nimm ein paar von meinen Ködern. Vielleicht gefällt dir das Angeln ja so gut wie mir. Bisschen gesteigert und ein paar Raupen und ein bisschen Gold in der Tasche. Und wir halten auch direkt mal die Raupen in unseren Pranken. Okay. Ja, ist klar. Müssen wir denn jetzt zur Baumschule hinlaufen? Oder reicht das, wenn wir dem, da glaube ich, Dava heißer, einfach die Bretter überreichen? Da ist die Baumschule. Da kommen wir aber auch außen dran vorbei hin. Ja, das ist das schön hier. Ja, wir haben es auch schon unterhalten, Adit. ...340 Stunden. Wow! Ja, das ist meine Hausnummer. Und nicht durchgespielt. Genauso stelle ich mir das vor. Also jetzt schon in den paar Stunden, die ich jetzt auf dem... Also letzte Woche halt angefangen und diese Woche jetzt halt ein bisschen... genauso stelle ich mir das halt auch vor, dass das Ding halt ohne Ende Spieltiefe hat. Und man sich eigentlich da, glaube ich, fast quasi dran kaputt suchten kann. Oh, thank you... This tree farm will be back in business in no time. Come on, Edith, let's get busy. Oh, danke, danke. Die Baumschule wird im Nu wieder offen sein. Komm, Adit, an die Arbeit. Gut, das hätten wir auch geschafft. Ja, ich werde aber, glaube ich, so gegen 11, halb 12 wollte ich umswitchen auf Alien Isolation. Denke ich, weiß noch nicht. Aktuell macht mir das Spiel halt schon noch Spaß, aber ich wollte das andere Spiel halt auch mal ausprobieren. Da sind Raging Chicken. Ach, die werden gerade gefüttert, glaube ich, ne? Von der Hühnerlady.
Moment, da fällt mir doch gerade ein. Freitag ist doch Community-Angeln hier angesagt. Vielleicht schaffen wir uns sogar noch eine separate, unsere eigene Angel zu craften. Um am Angel-Event teilzunehmen. Weil wir haben jetzt auch ein paar Köder an der Hand. Wortwörtlich. Ja, der bringt einem auch schon nur noch Gummifrüchte zutage. Oh, königlicher Honig, hallo. Da wird sich über Papa Bär das Mäulchen nachschlecken. So, was brauchten wir denn noch? Ich glaube, Kupfer brauchten wir noch für eine Angel. Ne, warte mal hier. Anfängerangelroute. Das passt. Ein Kupferbarren. Können wir aber machen, kein Problem. 2 Stunden 30. Muss ein bisschen Holz nachlegen. Oh, ich glaube, ich brauchte auch Holz für die Angel, aber gut, das kann ich mir immer noch kurzfristig hacken. 2 Stunden 30, ein Kupferbarren. Naja, komm hier, ein bisschen. Das bisschen Holz. Kriegen wir hin. So, den können wir direkt mal hier noch mit dabei packen. Ein Spitzenhonig, sehr süß und angenehm im Geschmack. Mhm. Ich glaube, den behalte ich mal selbst. So, dann gehen wir noch mal ein bisschen Holz suchen. Emily, ich bin dran an deinen Blumenkästen. Ich bin dran. Pflanzenfasernverkleinerung genommen werden, indem man da irgendwie in so einem Spinnrad das Ganze dann zu Wolle verarbeitet. Wäre denkbar. Okay, Kupfer braucht noch ein bisschen. Oh ja, Holzbretter müssen wir auch noch für die Blumenkästen zusammen sägen. Viele Pflanzenkästen brauchen wir eigentlich. Reicht da ein Kasten aus und dann einfach eine Pflanze drin züchten? Die Bäuerin. Ja, ein Pflanzkasten, okay. Können wir dann auch mal angehen. Man verläuft sich wieder in den Nebenquests. Wie viele waren das denn? 3 Bretter.24 Holz. Ich dann auch mal hier sägen lassen die Bretter, wenn das Kupfer auch noch ein bisschen braucht. Hat jetzt richtig drei. Ich neige dazu, mich nicht zu konzentrieren. 3 Bretter, genau. So, 3 Bretter.
4 Stunden. Ist in Arbeit, okay. So, das heißt, für die Angel brauchten wir jetzt mal wie viele, wie viel Holz? 15. 30 Minuten, okay. Oh, guck mal, ein bisschen hier die, unser zukünftiges Nebenfeld dann noch hier schon mal zurecht roden. Ah, oh, das sollte reichen, hoffentlich. Yo, Gassu aus, siehst aus wie eine Frau. Architektensohn. 14 Pflanzenfasern, Batz. Kupfer ist fertig. So, dann fertigen wir uns eine eigene Angel. Dann können wir nämlich morgen an dem Angel-Event teilnehmen, wobei ich jetzt nicht ganz genau weiß, wo müssen wir da nochmal hin. Ist das nicht angezeigt? Sophies Bauernhof. Da, Angelplatz, da unten. Okay. Länder. Angeltag, 8 bis 15 Uhr. Hey, da werden wir ja 2 Tage... wenn wir hier durchgrinden, was das Angeln betrifft. So, 15 Uhr. Dauert noch 3 Stunden. Was könnten wir denn in der Zeit tun? Möchten wir vielleicht an unserer Hauptquest weiterarbeiten, die Brücke zu bauen? So, das können wir jetzt machen mit der Säge. Können die Barren können wir jetzt schmelzen? Kupferrohr. Sammle alle nachstehenden Materialien und bearbeite sie in der Schleifmaschine. Kupferrohre aus. Alles klar, okay. Haben wir auch. Brückenkopf und der Brückenkörper. Bronze können wir auch schmelzen. Mit der Schneidemaschine, okay, okay. Ich glaube, man müsste von reiner Logik her eigentlich mit dem Brückenkörper beginnen. Und dann den Brückenkopf letztendlich dann als letztes Element dann da drauf bauen. 12 Steinziegel, ja, weißt du was, 12 Steinziegel. Fangen wir damit an. 10, wow. Ja, ein bisschen Stein brauchen wir noch. A little bit stone for our bridge. Ja, jetzt können wir auch die größeren Brocken zerhacken ohne Probleme. Nee, muss ich echt sagen, macht echt Spaß das Spiel. Auch wenn man von den Möglichkeiten hier teilweise überwältigt ist, aber... ich mag auch die Grafik, so dieses comichafte, leicht kindliche. Kann ich sogar mit meiner Tochter zusammen spielen oder sie kann sich dann halt auch mal ein Video von mir ansehen. Sollte also kein Problem sein. Finde ich gut. Wieso kann ich immer noch kein Stein? Oder kann der nicht mehr als... können wir nicht mehr als 10... 10 auf einmal machen. 10 Ziegel. Ein Tag, ein Stück.
Ja, okay, ich sehe schon. Das wird etwas länger dauern, bis wir die Menge an Steinziegeln zusammen haben. Ein Stündchen. Da könnte ich eigentlich schon mal vorbereitend erstmal gucken, wo packen wir dann das. Ich sag mal so, Pflanzentröge, die würden sich ja schon hier hinterm Haus anbieten. Wir haben Oktober, ne? Ne, wir haben November. Nach 3 Tagen voll entwickelt. Nach 5 Tagen voll entwickelt. Nur in Frühling, Sommer, Herbst. Jahreszeiten alle. Schön. Ja, dann machen wir noch Weizen. Da machen wir doch Weizen. Dünger. Eine streng riechende Zusammensetzung, die den Ernteertrag vergrößern kann, wird in Pflanzkästen verwendet. Okay. Ja, also wir können schon mal gefühlt so langsam gleich zu Alien Isolation rüber switchen. Ich muss auch mal gleich 5 Minuten mir mal die Beine vertreten. Der Po schmerzt schon ein bisschen. Aber wird langsam. So, die sind fertig. Dann können wir hier den Pflanzkästen einen fertigen. Sehr schön. Diesen hatten wir nicht von kleinem Pflanzkübel gesprochen? Komme ich dann hier noch vorbei? Anleitung anpflanzen. Drücke die rechte Maustaste, um den Status der Pflanze zu überprüfen. Halte das Saatgut in der Hand und drücke die linke Maustaste, um zu sehen. Name der Pflanze. Drücke E, um unreife Pflanzen zu entfernen. Drücke E, um reife Pflanzen abzuernten. Halte den Dünger in der Hand und drücke die linke Maustaste, um ihn anzuwenden. Okay. Ja gut, das kriegen wir hin. Bei Rennen kann ich auch noch. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir bauen Weizen an. Und den möchte ich auch gerne düngen. In 2 Tagen. Okay. Möchte ich hier noch heute was tun? Also sollte mir auf jeden Fall merken, dass morgen, also in dem Spiel morgen, das Angel-Event beginnt. Das ist in 2 Tagen fertig. Gute Weizen. Können wir eigentlich auch hier etwas früher Feier machen, wobei ich sehe gerade hier wieder Loot. Also nicht Loot, sondern ein bisschen was zum Abernten ohne körperlichen Aufwand. Ja, dann würde ich sagen, ich mache mir jetzt noch ein kleines Käffchen, machen derzeit mal eben
5 Minütchen Päuschen. Und dann beginnen wir unsere gemeinsame Reise in den... Sind die Scheiben kaputt? In den düsteren Gefilden der Station bei Alien Isolation und versuchen uns dem Xenomorph vom Leib zu halten.